Gibt es denn hier vielleicht eine? Natürlich nicht. Also hier gibt es natürlich keine Karte. Gibt es denn einen Tipp? Follow the perfect song. Okay, das versuche ich eigentlich die ganze Zeit schon. Ich nehme mal den zweiten. Only one tone is in tune. Okay, also ich glaube, meine Ohren trügen mich nicht so ganz. Aber das hört sich richtig an. Das nicht. Das ist klar. Ich nehme nochmal einen Tipp, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich mir eigentlich schon auch gedacht. The second light to the right. Ach so, das ist jetzt der... Okay. Ich glaube, so blöd es auch klingt, ich brauche hier nochmal einen Zettel. Und ich mache es jetzt mal absichtlich falsch. So, und ich schreibe mir das jetzt auch mal auf den Zettel. Sonst kommen wir gar nicht mehr. Also zwei rechts. Nee, also zwei rechts. Das war drei links. Das ist schief. Dann zwei links. Das ist schief. Das ist auch schief. Das ist überhaupt nichts. War drei links. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ach, okay. Also, zwei rechts. Drei links. Zwei links. Drei links. Das war dann wohl eher vier links. Dann gehe ich jetzt mal wieder nach rechts. Und das ist schief. Das könnte, aber... Nee, das ist auf jeden Fall schief. Das klingt auch nicht schön. Das klingt auch nicht schön. Das? Ach. Wahrscheinlich doch das erste, was ich dachte. Also zwar... Oh Gott. So. Okay, also das war es auch nicht. Oh je, ich sehe schon, das dauert ein bisschen länger hier. Also wenn es dir zu viel ist, kannst du auch gerne natürlich irgendwie hier vorspulen oder so oder zur nächsten Folge wechseln. Aber ich werde das komplett drinnen lassen. Ich werde hier nichts zusammenschneiden. Links war es nicht. Zwei links. Und wir haben sie gefunden. Ich hoffe, sie gibt uns jetzt den Schlüssel. Oh. Alter, ja, alter Schwede, passt sehr gut bei diesem Spiel. Mama. Okay. Mein Herz hat sich wieder beruhigt. Und der Baum gibt ein Geheimnis frei, nämlich den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich
Muss ich den irgendwie noch anklicken? Ja. Der ist gerade einfach zu Wasser geworden. Naja, egal. Also ich bin gerade verwirrt. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Das heißt, wir gehen links hoch. Okay, das kriegen wir hin. Links hoch. Dann ganz nach links. Nach oben. Hier ist das Tor. Mal gucken, ob das jetzt aufgeht. Nö, ich kann da gar nicht mehr hin, so wie es aussieht. Also wir haben jetzt gerade, dachte ich, den Schlüssel von ihr bekommen, aber dann ist irgendwie auch wieder nicht. Der Baum ist zu, da kommen wir nicht mehr hin. Wo ging das denn? Hier ging es doch irgendwo hoch. Ne, eins runter, dann nach da und dann ging es wieder hoch. So. Also hier kommen wir nicht mehr rein. Aber den Schlüssel haben wir trotzdem nicht. Okay, dann vielleicht müssen wir an diesem Tor noch irgendwas anderes machen. So, ganz nach links, nach oben. Nein, anklicken können wir das nicht. Okay. So, ich will mal zurück zur Hütte. Vielleicht gibt es mittlerweile da irgendwas Neues. So, hier ist die Uhr. Die Kiste. So, hier eins zurück und dann sind wir bei der Hütte. Da kann ich auch nichts machen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dieses Spiel ist sehr verwirrend. Wir könnten natürlich gucken, ob wir jetzt in diesem Ding da Licht haben, in diesem unterirdischen Vorratsding. So, dann nach da, nach da. Ich glaube jetzt nur noch nach, genau, jetzt nur noch hier rüber. Nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was uns eben in dem Baum passiert ist, weiß ich nicht, ob ich tatsächlich da später rein möchte. Aber jetzt ist die große Frage, wo müssen wir jetzt hin? Also ich denke, hier wird uns wahrscheinlich dann tatsächlich hier unten irgendwas da durchführen. Aber wo geht es weiter? Und was ist das mit diesem Journal? Warum kann ich das nicht aufmachen? Warum brauche ich dann Benutzername und ein Kennwort? Aber wir sind hier noch bei der Huldra, denke ich. Wir gucken einfach mal, was sagen die hin? The Milings and the Brookhorse. Was sind denn? Das ist doch The Brookhorse, The Miling. Okay. Okay, also Miling hat anscheinend irgendwas mit Kindsmord zu tun. Genau, also Milings wurden von ihren Müttern getötet. Häufig unverheirateten Frauen. Aha, wurde im Wald gelassen oder wurde ertränkt. Oder es gab Leute, die das für die Mütter getan haben. Okay, also ich vermute, dass das irgendwas hier unten am Fluss ist und dann werden wir da auch mal hingehen. Weil da stand nämlich in dem Text, es gibt das sogenannte Brookhorse und das hat... Also wenn man einem Miling geholfen hat, ich glaube auf die andere Seite, Moment, das lese ich jetzt nochmal ganz kurz. Wenn man wenn man einem Miling hilft, auf die andere Seite zu kommen, wurde einem häufig ein Geschenk hinterlassen.
Okay, oder wenn er... Ah ja, also ich tatsächlich eins hier. So, dann ein Stück hier rüber. Dann müsste es gleich wieder... Hier ist jetzt das Wasser, das höre ich schon. Und hier ist die Brücke. Jetzt gucken wir mal. Da, was ist das denn? Ich kann allerdings... Das ist doch dieses, oder? Das Brookhorse. Also das ist anscheinend ja das Brookhorse, aber ich kann mit dem nicht interagieren. Oder muss ich da vielleicht... Aber nee, nach oben geht hier nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Sehr verwirrend momentan das Ganze. Ich finde es auch schade. Also, ich will jetzt natürlich auch nicht andauernd einen Tipp nehmen. Weil sonst nehmen wir uns ja auch irgendwo so ein bisschen das Spielerlebnis weg. Aber ich bin halt so... Okay, die Puppe ist jetzt weg. Ich bin halt aber tatsächlich momentan sehr ratlos, was wir hier überhaupt machen sollen. Könnte sich denn noch was... Moment, hier sind ja diese Bäume. Das wird wahrscheinlich das... Aber was heißt das? Also das wird wahrscheinlich dieses Brookhorse sein. Aber was heißt unten drunter das Symbol? Und jetzt können wir ja auch mal gerade hier rüber. Ich glaube hier eins nach unten. Genau, hier ist ein Vogel. Den habe ich glaube ich hier auch schon gesehen. Der Nachtrabe. Also es gibt auf jeden Fall einen Baum mit dem Brookhorse und einen Baum mit dem Meiling. Das habe ich, da erinnere ich mich dran. Ich weiß nicht mehr genau wo, ich denke hier eins zurück und dann wahrscheinlich nach hier war der Meiling, oder? Nee, das ist nicht der Meiling gewesen, das war die Huldra. Die Huldra haben, was bedeutet dieses Symbol? Was bedeutet dieses Symbol hier unten drunter? Ich komme noch nicht so ganz drauf. So, wo ist denn noch ein Baum? Also hier, da ist es nicht. Da war es auch nicht. Wo waren denn noch Bäume versteckt? Hier ist noch ein Baum. Also hier nach oben und dann nach hier. Da ist aber kein Baum. Auch wenn das die Karte so sagt. Das ist nicht der Baum. Das ist dieses... Genau. So, also hier ist ein Baum. Ah, wahrscheinlich auch, wo ein T dran steht für Tree. Aber hier sind nur zwei eingezogen. Nee, hier ist noch einer bei unserer Hütte. Genau. Dann gehen wir da mal hin. So, dann hier rüber. Hier hoch. Hier rüber. Da ist wieder der Night Raven. Hier ging es zurück. Hier ist die Kiste. Und dann hier weiter. Da ist wieder dieses Symbol nach unten. Aber ich weiß nicht. Ich weiß tatsächlich nicht weiter. Ich meine, hier ist dann, ich glaube, das hatten wir schon. Es tut mir leid, Freunde, ich muss da mal... The key turned into water, where could it be? Tja, das ist eine gute Frage, das frage ich mich nämlich auch. Er ist am Grunde des Sees. Ah, okay, das heißt, der See ist da. Brook. Brook wird wohl der See sein. Aber wie? Tut mir leid. The key and the pale horse lures in the lake in the south. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Das ist ja tatsächlich nichts Neues. Also gehen wir da mal hin. Ich glaube, wir müssen noch weiter und dann nach oben. Genau.
So, dann gehen wir mal hier rüber. Bis hier geht's runter. So. Hier geht's runter, dann geht's hier rüber, bis da unten gleich so, glaube ich, ein Baumstamm kam. Genau, hier hören wir das ja auch schon, dass wir am See sind. Und jetzt gucken wir mal. Also Schlüssel sehe ich hier allerdings keinen. Ich sehe hier nur das Pferd. Ich weiß aber nicht, was wir mit dem Pferd machen müssen. Ach, zieh das... Ach so. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen. Und da ist auch unser Schlüssel. Danke, liebes Pferd. Das sind wahrscheinlich die Meilings, die das Pferd mal alle mitgenommen hat. Und jetzt haben wir... da ist Blut auf der Enzyklopädie. Und der Text hat sich tatsächlich verändert. Das ist jetzt... Okay. Und jetzt? Geht das noch irgendwie weiter? Nein. Wir hatten jetzt hier so ein Meiling im Inventar. A person who helped... Okay. Brauchen wir denn... Aber... Ist hier noch... Können wir hier noch irgendwas... Oh Gott, das ist... Also das Spiel ist so verwirrend. Es ist so cool, aber es ist auch so unglaublich verwirrend. Ich komme hier echt nicht mehr weiter. It seems to be asking for 4 souls. Ach, und jetzt haben wir den Schlüssel und dann können wir wahrscheinlich zum Friedhof gehen, denke ich. Den haben wir schon. Oh oh. Was ist das denn? Wollen wir das hier. Geht das auch nicht auf, oder? Nein, das ist zu. Hier können wir. Wir müssen diese Steine wahrscheinlich wegkriegen, damit man diese. Dann kann man diese Teile, ich denke, so wird das funktionieren, dann kann man die runterdrücken, dann kann man die aufmachen. Und ich vermute, da drinnen ist ein Meiling, den wir dem Pferd bringen müssen. Aber momentan können wir hier noch nichts machen. Aber da wir den Schlüssel jetzt, glaube ich, haben, sicher bin ich mir da auch nicht. Oh, wir sind eins zu weit, eins zurück, dann hier rüber und dann müssen wir nämlich hier hoch. Hier, genau. Und dann hier hoch. Vielleicht kommen wir jetzt da rein. Nein. Okay, also ich könnte mir vorstellen, dass die Kirche am Ende das Ziel ist. Allerdings, wo kriegen wir denn noch... Wie kriegen wir diese Knöpfe da auf? Hier war nichts. Vielleicht nochmal hier bei diesem... Nee, okay. Die Puppe ist tatsächlich weg. Das haben wir... Das hat keine Auswirkungen mehr jetzt irgendwie. Aber wie kriegen wir das da auf? Achso, hier wollte ich nochmal gucken. Nee, das hat sich immer noch nicht verändert. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Aber... Wie kriegen wir jetzt diese Meilings oder diese Seelen für das Pferd? Ich denke, das gibt uns den Schlüssel. Achso, ich muss hier rüber. Das gibt uns wahrscheinlich den Schlüssel erst dann, wenn wir ihm 4 Seelen gegeben haben. Nee, also hier kann ich auch nichts. Hier kann ich nur die Dinger hin und her schieben. Aber das reicht eben nicht, um hier diese Klappe aufzumachen. U und N. U und N. Haben wir hier irgendwas, was... Ich, tut mir leid, ich komme nicht mehr weiter. Let blood and strange sound guide you. Ja, das haben wir schon. There's something in the east that weren't there before.
Okay, also wir müssen in den Osten. Die Frage ist nur, wo im Osten? Das muss ja dann hier eigentlich sein, weil den Baum haben wir ja schon. Hier ist Norden, da ist Süden. Dann gehen wir mal hier rüber in den Osten.